Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Lass uns in dem Video doch mal einfach mal drüber reden, wie du unaufhaltsam wirst. Hast du Bock? Klar hast du Bock. Let's go! Left at the mall, cause your mama forgot. I know it hurts. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist... Genau, also die Nummer 1 Regel im Online-Marketing. So, hallo Leute. Ja, kurzes Video zwischendurch mal eben hier. Ich habe mich mal mitten ins Büro gesetzt. Ihr seht, hier ist die Crew. Ein Teil der Crew, noch ein Teil der Crew. Ein paar sitzen hinten in der Küche, sieht man gerade nicht. Hier sitzt der Philipp hinter mir. Ich habe mir jetzt gerade auch mal kurz einen Fatboy geschnappt. Und Achtung, ich versuche mal, das Stativ hier so richtig zu positionieren, so dass man mich sieht. Es gelingt mir nicht. Aber gleich wird es mir gelingen. Wir müssen jetzt mal das Video vorspielen, also vorspulen, schneller machen, bis ich die richtige Position gefunden habe. Also, wie wirst du unaufhaltsam? Ganz ehrlich, der Schlüssel ist Wissen. Weil, stell dir mal vor, du bist in deinem Business, kommst an eine Situation, wo du an eine Barriere kommst und du weißt nicht, wie es weitergeht. Es kommen aber auch andere Leute und die sagen, nee, du musst es so machen oder das und das geht nicht. Wann bist du der Sieger? Wann bist du der Sieger der Situation? Wenn du weißt, wie es geht. Wenn du weißt, was der nächste Schritt ist. Wenn du das Wissen hast. Das ist eine ganz einfache Regel. Wenn du das Wissen hast, wirst du gewinnen. Wenn du das Wissen hast, schaffst du es weiterzukommen. Und Wissen, naja, Wissen musst du dir halt aneignen. Zieh dir Bücher rein. Lies. Besuch Webinare, besuch Workshops, besuch Seminare. Gib Geld aus. Warum? Naja, schau mal. Wenn du Marketing betreibst, dann erwartest du einen Return on Invest, sozusagen mehr Geld, als du vorne reingesteckt hast. Aber rate mal, was passiert, wenn du in Wissen investierst. Nirgendwo ist der Return on Invest höher, als wenn du in Wissen investierst. Deshalb investiere in Wissen, investiere in dich. Arbeite härter an dir selbst als an deinem Business. Arbeite härter an dir selbst als an einem Job, meinetwegen. Ja? Mach dich wertvoller, weil wenn du Wissen hast, bist du unaufhaltsam. Wissen ist der Schlüssel. Ganz einfach. Klar, du musst es auch umsetzen, aber rat mal, wo die Magie ins Spiel kommt, wenn du Wissen mit Erfahrung kombinieren kannst. Und deshalb ist dein bester Freund die Zeit. Das heißt, mach zwei Sachen. Sammle Wissen, lies Bücher und wende das Wissen an. Schaff Transferleistungen zu deinem Business. Das ist die Execution. Setze das Zeug um und damit wirst du Erfahrung sammeln. Und dann kommt sozusagen der Sweet Spot, ja, wo Erfahrung auf Wissen trifft. Und dann wirst du irgendwann feststellen, du bist den anderen Leuten gegenüber überlegen. Du bist in Meetings, wo es um Marketing geht und naja, am Ende hören sie auf dich. Warum? Weil du die Lösung hast. Und der Schlüssel ist Wissen. Das heißt, viele Leute haben ja den Traum, Business zu starten oder machen es auch, ja, aber lassen sich dann vom Weg abbringen und bei den ersten Schwierigkeiten geben sie auf, vielleicht auch, weil externe Experten kommen, also Experten so in Anführungsstrichen, und rumnörgeln und sagen, das geht aber nicht oder das können sie so nicht machen oder wir haben hier ein Problem, Achtung, die Welt geht unter. Und ganz ehrlich, du wirst immer nur dann gewinnen, wenn du die Person mit dem besten Wissen bist. Ja? Wenn du die Person bist, die weiß, was die Lösung ist. Und die gute Nachricht ist, das Wissen steht dir doch zur Verfügung. Also geh doch auf Google und zieh dir Inhalte rein. Geh doch auf YouTube, machst du ja gerade schon, ja super, aber zieh dir Inhalte rein. Mach dich wertvoller. Naja, in welchen Bereichen sollst du dich wertvoller machen? Marketing, Verkaufspsychologie, Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, ganz, ganz wichtige Dinge. Aber dann auch so Sachen wie Disziplin. Werd disziplinierter. Der mit der höheren Energie gewinnt. Punkt. Ich meine, es tut mir leid, ja. So, wenn du erfolgreich werden willst, wenn du ein Business aufbaust, dann kriegst du halt einfach Gegenwind. Und Gegenwind sind ja nicht immer nur böse Menschen, die sagen, du darfst es nicht, sondern es sind auch manchmal einfach widrige Umstände oder Herausforderungen, Gesetze, keine Ahnung was für Dinge, die sich dir in den Weg stellen. Aber nochmal, der mit der höheren oder die mit der höheren Energie gewinnt. Und deine Energie ist dann höher, wenn du immer Lösungen siehst und wenn du immer Lösungen findest. Aber denk mal drüber nach, Lösungen findest du erst dann, wenn du das Wissen hast. Das heißt, Wissen ist der Schlüssel. Hatte ich das eigentlich schon gesagt? Wissen ist der Schlüssel. In dem Sinne, zieh dir Bücher rein, geh auf Seminare, geh auf Workshops, komm zu unserem Mehrgeschäft-Workshop. Nein, Spaß, ne? Aber mach das. Zieh dir Wissen rein, arbeite härter an dir selbst, als an deinem Business, als an deinem Job. Mach dich wertvoller, dann bist du immer die Person mit der höheren Energie und wirst gewinnen, weil du weißt, es gibt für alles
die Lösung. Es gibt für alles einen Weg und es ist hier oben drin verankert. Kommt zu dem Punkt, wo Wissen auf Erfahrung trifft, dann passiert die Magic, dann wirst du wachsen. In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, hinterlass mir gerne einen Kommentar, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.